Auf Federn, verdammte Schande. Ein Stück ist schon mal gar nicht so schlecht, ne? Fehlen uns denn Steine? Fehlen uns. So krass, was hier generiert wird. Guckt euch das mal an hier. Das Tal. Guck mal. Mal denn ich hier eine Wohnung ist, verdammt. Federn. AK-47 Sound ist schwierig, hast du den AK besorgt, Dante? Hunger langsam. Klingt wie ein gepaart Flakpanzer. Ja, realistisch, ne? Gut. Was ich für eine Grafikkarte drin habe, eine 780er. Wobei das so eine GH ist, Goes Like Hell. Die war damals ungefähr so schnell wie eine 780 Ti. Ich hab's gehört. Ich bin ja weg. Deine Hut, ich verstehe das schon. Dass man einen Berg langsam hochkennt, finde ich ja auch irgendwie eine coole Änderung. Oh, Auto. Fahrbereit machen können. Game World GeForce GTX 87, genau. Ghost Like Hell. Ihr könnt auch im Chat eingeben, Ausrufezeichen HW. Da seht ihr dann Hardware. Seht ihr auch, was ich habe. Mit Direktlink zu Amazon. Wenn ihr darüber kauft, könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr bei Amazon was bestellen solltet. Kostet euch nichts. Fuck euch damit auch nicht ab oder so. Hallo Lager, wir kennen uns. Wir sind nur noch hier raus. Keine Experimente. Ich sehe den Rucksack. Und ich mag nicht wieder in die Luft fliegen, denn das ist scheiße. Gut getan, Vase. Jetzt keinen Bock hier zu rennen, gell? Jungs, mach mal keinen Quatsch mit mir. Ich dachte, das bist du einer. Okay. Nicht noch in einen rein, bitte. Jetzt haben wir ein Problem. Würde ich gerne mitnehmen. Das tauschen wir aus. Den Wrench würde ich gerne mitnehmen. Das Öl würde ich gerne mitnehmen, wa?
So. Gunpowder. Pff, die drei bringen es auch nicht, ne? So, zurück, Baby. Machen mal den Rucksack, ich habe ganz zerstören. Bumm machen. Bumm machen. Nicht bumm machen. Nicht sterben, du wirst es schaffen, Minja, du Idiot. Boom! Ab nach Hause. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause in dem ganzen Stuff. Du kannst es einstellen, die Inventarfarbe, und zwar in den Grafikeinstellungen hier. Wenn du in die Grafikeinstellung gehst, in die Optionen, Video, und dann unten rechts hier. GUI, Background Opacity und so weiter. Probier mal. Ansonsten vielleicht, wenn du gar nichts sehen solltest im Menü, dann hier unten irgendwie auf Default. Du kannst ja so abschätzen, wo du da hinklicken musst. Kohle lass liegen. Ja, das ist eine gute Sache. Die Kohle müsste ich eigentlich mitnehmen, ne? Nee, ich laufe jetzt nach Hause. Ich laufe nicht nochmal zurück. Ja, dann die Kohle lass liegen. Kohle kann nicht mal. Nee, ich bin heute allein unterwegs. Kommt auch niemand dazu. Morning ho. Ho ho ho. So, ab nach Hause, aber nicht Richtung Militärlager, sondern wir gehen außen rum. Mir ist der Lebende suchen, alles ein Divinsucher, ja. Mauert heute auch nicht mehr allzu lang, weil ich will noch was futtern und wir wollen heute Abend dann noch aufnehmen. Dann habe ich wieder den ganzen Tag am Rechner gesessen, ohne irgendwie produktiv zu sein. Gut, produktiv schon, aber... Ja. Huhn, warte. Ich habe was für dich. Dann nicht. Nein, eigentlich haben wir schon wieder, ach, schon wieder Abend, deswegen... Kannst du die anderen Spieler tracken, kann ich dir auch zeigen. Gehst in die Spielerliste, befreundest dich hier und dann kannst du, hast hier hinten bei Track, bei der Spalte Track, hast du so Haken, die du reinsetzen kannst, wenn du mit denen befreundet bist. Und Tracks für die. In die Höhle waren wir auch noch nicht, aber nicht, wenn es dunkel ist, da gehe ich in keine Höhle, das kannst du vergessen. Ich meine, sind meine ganzen Jacken hin? Sind die kaputt oder was? Die Höhle ist markiert. Und hier gibt es so viele Höhlen, also. Was?
Gibt es doch jetzt super Speicherpunkte auf der Karte. Ich habe die ja markiert. Da. Da ist die Höhle markiert. Und ich meine, ich sehe sie ja auf der Map. Ich meine, wo das aufgedeckt ist, siehst du ja, wo es schwarz ist. Also, es gibt ja zum Glück wieder so viele Höhlen, dass es sich lohnt. Schon tot? Was ist noch dabei? So. Oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Mal trinken zum Zahnfleisch bei der Parodontose. Was? War jetzt super Speicherungsaufgabe gerade? Nee, nicht. Hä? Ich bin zu Hause. Glaub's ja nicht. Guck mal, wie schön der Mais gewachsen ist. Nice. So, jetzt machen wir hier mal ganz geschwind. So, dann machen wir die Hintertür auch noch zu. Ich habe kein Scrap Iron. Das ist schon gescrapped, alles klar. Level 8. Yay. Minias, Pete muss 7 Days to Die zocken, sind 100.000 geworden. Ich weiß nicht, dass man das als Strafe ansieht. Da siehst du mal, wie viel Geschmack die Jungs haben. Ich mag die Leute echt, aber wie sie spielen, mag ich nicht. Aber der Erfolg gibt ihnen ja recht. Gibt ja viele junge Zuschauer auf YouTube, die das entsprechend mögen, was sie machen. Das ist ja auch gut so. Aber nichts für Minjas. So. Mach auf die Hütte. Die eigentlich schon Metall verstärkt? Jo. Ja, ich glaube, das Pizmeet ist jetzt nicht gerade diejenigen, die Spiele spielen, wo man sich lange reinarbeiten muss. Sie fahren ja mal von 1 und dann fahren so, sie machen halt mehr so Quatschsachen mit. Das ist ja auch in Ordnung, soll ja jeder das spielen, wo er Bock drauf hat, aber es ist halt nicht meins. So, endlich, wir sind zu Hause. Quatsch, die Steine bleiben bei mir. Genauso wie das Holz. Und das Gras. Und die Feder. Beaker. Beaker ist Hammer. Beaker ist echt super. Die Kisten sind mittlerweile, also pff. So, wir haben Lehm. Das heißt, wir können uns jetzt eine gute Spitzhacke machen. Wollen wir nach dem Stream was bestellen? Ich hab nämlich Hunger. Ich hätte so ein Hüngerchen. Nee. Nur gefragt, weil ich gehört habe. Water. Machen wir noch einmal. Temperaturtechnisch. 90 Grad. Ist das jetzt, ist der kalt oder warm, Freund? Haben wir den Stoff? Ja, und da haben wir noch Stoff, ey. Stoff. Dana. Nee, kalt. Ich habe jetzt die Rechnung. Und zwar weniger 30 durch 2. Was?
Weniger 30 Grad durch 2. Ah, dann ist es warm. Weniger 30 durch 2. Sind Ach so, 60 sind durch 2 60. sind 30 Grad. Also mir ist nicht warm. 30 Grad ist dem warm. Nein, also da ist er praktisch. Dann bei 30 Grad. Ja. Wie mit euch Frauen. Das ist das Gleiche. Au. Oh, jetzt habe ich es falsch gescrappt, ne? Naja. Hier braucht man kein Gras, Justin. Wie groß sind die Kisten, gell? Krass. Finde ich auch. Muss ich auscrappen? Ne, die kann man nur droppen. So, Digga, dann haben wir noch das und dann ziehen wir uns Klamotten an. Cloth. Chest Arm. Heft. Okay, crap. Und. Fiber. Cloth. Craft. So, where? Where? Cool. So, sie sehen jetzt aus. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Armor. Cool. So. Also mit Clay müssen wir uns jetzt eine Spitzhacke machen können. Oh, eine Sammelbestellung, genau. Das kannst du ungünstig platzieren, damit sie runterfallen. Kriegst ein bisschen Zeug raus. Aber. Okay. Können wir mal probieren, oder? Wir haben ja Zeit, ist ja Nacht. Wo hab ich den Sandsack jetzt hin? Ich sack. Oben. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte mir eine Spitzhacke machen. Pickaxe. Brauchen wir Forged Iron. Wie kriegen wir denn Forged... Forged Iron. Raus, oder? Ja. Forged Iron drin. Dann geht's ab. Axe. Fire Axe. Iron Pickaxe. Perfekt. Repair. Bin bisher total nicht begeistert. Total nicht. Psychotron. Echt? Und halt die Geschmäcker der Gestecker. Das ist dein gutes Recht. Ja, das ist schön ausgedrückt. Natürlich muss man das nicht mögen. Es gibt ja keine Verpflichtung, das Spiel zu mögen. Oder jetzt sagen wir mal speziell vielleicht die Alpha 13, gell? Wenn ich die jetzt oben dran klatsche, gibt's was raus? Wie soll ich denn die platzieren, dass was bei rauskommt? Da kommt nichts raus. So, jetzt haben wir nicht mal eine Fire Axe, eine anständige. Der craftet noch, der braucht so lange, ist ja krass. Okay. Bauen und zerkloppen, okay. Schauen wir das mal, ob da was rauskommt. Was soll ich denn zerkloppen? Ich mach's am besten erstmal mit der Stone Axe. Mal gespannt, ob was rauskommt.
Sand, würde ich mal sagen. Ah, Sand und Stoff. Das ist ja cool. Man kann hier noch mehr Forged Iron machen. Clay. Der hat mich geholt, Digga. Der hat mich geholt. Cool. Ist kein Brennmaterial drin. Oh Mann, ne? Lass mal ein bisschen laufen, ne? Dabei glaube ich hier ein bisschen Sandsack geklein. Schon wieder Tag. Stell mich mal Richtung Forge, dann wird mir vielleicht noch ein bisschen warm.